Der Five Nights at Freddy's Film ist unfassbar beliebt und unfassbar erfolgreich. Doch ganz viele Leute, die sich den Film angesehen haben, sagen, dass sie gerne wissen würden, was dort alles mit dieser Story zusammenhängt, was alles in diesem Universum passiert ist, was man durch den Film eben nicht erfährt. Und andere Leute wollen sich gerne informieren, was man wissen sollte, bevor man in den Film reingeht. Und genau das möchte ich heute einmal machen. Ich habe vor etwas über einem Jahr bereits einmal ein Video gemacht, wo ich die gesamte Story von Five Nights at Freddy's sehr detailliert berichtet habe. Doch viele hatten mich angeschrieben, ob das Ganze auch kürzer geht, weil eine Stunde zum Informieren ein bisschen lang ist. Und deswegen habe ich jetzt für euch heute eine Kurzform, knapp 15 Minuten, in denen ich euch alles erkläre, was ihr wissen müsst, um den Film zu genießen und um das gesamte FNAF-Franchise zu verstehen. Ich habe alles mit Jahreszahlen unterlegt und in einer chronologischen Reihenfolge gebracht. Nur eine Sache ist wichtig zu wissen. Die Timeline von Five Nights at Freddy's ist nicht offiziell bestätigt. Das heißt, das, was ich hier zusammengetragen habe, ist die Timeline, die man vermutet. Sprich, die Ereignisse oder die Reihenfolge an Ereignissen, die am wahrscheinlichsten wirkt. Ob sie wirklich am Ende die wahrscheinliche und die richtige ist, kann ich nicht sagen, aber es macht so Sinn. Also, lehnt euch jetzt zurück und erfahrt alles, auch die Timeline des Films und wie der Film in die ganze Story reinpasst, jetzt in diesem Video. Ganz viel Spaß! 1973. Zusammen mit einem Freund namens Henry Emily gründet William Afton die Firma Fredbear's Entertainment und die erste Restaurantkette namens Fredbear's Family Diner wird eröffnet. Dies ist ein Restaurant, in dem William und Henry sich als Golden Bonnie, ein goldener Hase, und Golden Freddy, ein goldener Bär, verkleiden und Kinder bedienen. Diese Kostüme waren jedoch auch robotisch. Sie konnten sowohl als Kostüm getragen und bewegt werden, als auch unabhängig von einem Menschen mechanisch gesteuert. Das heißt, sie konnten ein Animatronic sein. Das Unternehmen läuft super und das Franchise weitet sich aus. 1983. Ein neues Restaurant der Kette wird eröffnet namens Freddy Fazbear's Pizza. Dort erscheinen die neuen Charaktere Freddy Fazbear, Bonnie, Chica und Foxy, die schnell so erfolgreich werden, dass Plüschtiere, Fernsehserien und anderes Merchandise von ihnen entwickelt wird. Einige Monate später kommt es allerdings in Fredbear's Family Diner zu einem tragischen Unglück. Der jüngste Sohn von William Afton, Evan Afton oder auch Crying Child genannt, wird von seinem Bruder Michael Afton in den Mund von Golden Freddy gesteckt, welcher sich im Animatronic-Modus befand, sprich es war kein Mensch drinne. Aufgrund der Tränen von Evan kommt es zu einem Kurzschluss im Roboter und der Mund schließt sich abrupt. Evan wird dabei schwer verletzt, leidet einige Zeit unter schwersten Albträumen, bevor er schließlich an seinen Verletzungen verstirbt. Diese Albträume sieht man alle in FNAF 4. Die Rechte an Fredbear's Family Diner werden verkauft. William Afton, der allgemein eine gewalttätige und verrückte Ader hatte, fängt danach an, immer mehr durchzudrehen. Henry Emily bemerkt die Anwandlung seines Kollegen und entwickelt daraufhin The Puppet. Dies ist eine Puppe, die als einzige Aufgabe hat, auf Henry Emilys Tochter Charlotte Emily aufzupassen, damit ihr, wenn sie im Restaurant ist, nichts zustoßen kann. 1983 bis 1984. Einige Kinder sperren Charlotte Emily aus der Pizzeria aus. Die Puppe wurde in ihrer Aufbewahrungsbox durch schwere Pakete eingesperrt und kann Charlotte nicht zur Hilfe kommen. Draußen im Regen kommt William Afton zu ihr, tötet sie und entsorgt ihren Körper bei den Mülltonnen. Die Puppe findet später ihren Körper und legt sich zu ihr. Ihre Seele geht dabei in die Puppe über und besetzt sie. Hier lohnt es sich jetzt einmal kurz über Remnant zu sprechen. Remnant ist eine besondere Substanz, die in der Welt von Five Nights at Freddy's existiert und die beim Tod eines Opfers entsteht. Remnant kann dafür sorgen, dass die Seelen der Kinder in die Roboter einfahren und dann eben die Kontrolle über die Roboter übernehmen. 1985. Verkleidet als Golden Bonnie lockt William Afton Kinder aus der Pizzeria in einen dunklen Nebenraum, tötet sie und stopft ihre Körper in die Animatronics, während niemand aufpasst. Die Puppe findet dies heraus und hilft den Seelen der Kinder dabei, in die Animatronics zu fahren, damit sie einfach Rache bekommen können an William Afton. Zu diesem Zeitpunkt sind folgende Animatronics besessen. Die Puppe, Freddy, Chica, Bonnie, Foxy und der ungenutzte Golden Freddy Animatronic.
Aufgrund der vermissten Kinder und einem seltsamen Gestank in der Pizzeria kommt es zur Schließung von Freddy Fazbear's Pizzeria. Henry Emily zieht sich vorerst aus dem Franchise zurück. Im gleichen Jahr gründet William Afton die Firma Afton Robotics, eine neue Firma, und erschafft das Restaurant Circus Babies Pizza World. Dieses Restaurant dient William Afton aber nur für ein einziges Ziel. Er möchte damit möglichst viele Kinder erledigen. Extra dafür baut er einen neuen Animatronic namens Circus Baby, der Kinder anlocken soll und dann mit einer Klaue in sich reißt und umbringt. Alle neuen Animatronics haben extra Hohlräume für die Körper von Kindern eingebaut. Diesen Plan hat Afton sich entweder ausgedacht, weil er völlig durchgedreht ist, oder weil er zu diesem Zeitpunkt bereits von Remnant wusste und so einen Weg gefunden hat, möglichst viele Seelen von Kindern zu extrahieren für zukünftige Roboter. Am Tag der Eröffnung von Circus Babies Pizza World kommt es allerdings zu einem tragischen Unglück, da William Aftons Tochter Elizabeth Afton zu dicht zu Circus Baby geht und dann zum ersten und einzigen Opfer von ihr wird. Circus Babies Pizza World wird umgehend geschlossen, angeblich aufgrund eines Gaslecks. Im gleichen Zug eröffnet William Afton aber Circus Baby Rentals, eine Agentur, wo man sich Animatronics mieten kann. 1985 bis 1986. William Afton schickt seinen Sohn Michael Afton in die Location von Circus Babies Rentals. William Afton möchte, dass Michael die Animatronics vernichtet und so die Seele von Elizabeth befreit, die die Kontrolle über Circus Baby übernommen hat, eventuell aus Selbstschutz. Michael Afton weiß von diesem Plan nichts, er weiß nur, er soll 5 Tage dort arbeiten und am Ende die Roboter zerstören. Dies schafft er auch beinahe, nur dass die kaputten Roboter, die immer noch die Seelen verstorbener Kinder in sich tragen, zu einem neuen Roboter namens Ennard geformt werden. Während Michael seinen Job macht, wird er von den Robotern hintergangen und in der gleichen Maschine ausgehöhlt. Ennard fährt in Michaels Körper ein, um diesen Ort verlassen zu können, und lebt zunächst für einige Tage als Michael weiter. Nach kurzer Zeit vergammelt Michaels Körper aber immer stärker und so verschwindet Ennard in einen Abfluss. Dort formen sich 2 neue Gestalten, Scrap Baby und Molten Freddy. Diese verstecken sich, während Michael, vermutlich durch Remnant, immer noch überlebt und anfängt, seinen Vater zu suchen, um Rache auszuüben. 1987. Eine neue Freddy Fazbear's Pizzeria eröffnet, vermutlich durch William Afton. Dies ist die Pizzeria aus FNAF 2. Hier kommen die neuen Toy-Animatronics von Freddy, Chica, Bonnie und Foxy zum Einsatz. Diese sollen sicherer sein als ihre Vorgänger. William Afton nutzt die Gelegenheit und tötet 5 weitere Kinder in dieser Pizzeria. Ihre Seelen fahren in die Toy-Animatronics und eventuell Balloon Boy ein. Der Biss von 1987 passiert ja auch im gleichen Jahr. Genaue Infos zu diesem Biss haben wir aber bis heute nicht, aber er sorgt für die Schließung der Pizzeria und die Abschaffung der Toy-Animatronics. 1988 bis 1993. Eine neue Freddy Fazbear's Pizzeria wird eröffnet. Dies ist exakt die gleiche wie damals 1983. Dies ist die Location, in der der originale Teil von FNAF stattfindet. Mit Freddy, Chica, Bonnie und Foxy. Die Verkaufszahlen sind allerdings sehr schlecht, auch da es immer wieder zu Angriffen der Animatronics auf Nachtwächter kommt. Gegen Ende des Jahres 1993 zeichnet sich die Schließung dieser Lokalität ab. 1993. Jetzt kommen wir sowohl zu den Momenten aus dem originalen FNAF-Spiel, als auch zu den Dingen, die im FNAF-Film passiert sind. Fangen wir einmal mit der Timeline des Spiels an. Während man als Mike Schmidt in dieser Pizzeria nachts arbeitet, kommt es dazu, dass William Afton nachts in diese Pizzeria eindringt und dabei von den Seelen der verstorbenen Kinder erschreckt wird. Er flieht vor ihnen in einen Nebenraum und zieht dort seinen alten, nass gewordenen Golden Bonnie-Anzug an. Er tut dies, um den Kindergeistern Angst zu machen, damit diese ihn in Ruhe lassen. Dabei kommt es aber zu einem Kurzschluss in der Mechanik und der Anzug zerquetscht ihn im Inneren. Er bleibt dort in diesem Raum liegen und kann sich nicht mehr bewegen. Mike Schmidt wird nach der 5. Nacht gefeuert, da die Pizzeria offiziell schließen muss. Im Film passieren die Dinge hier ein wenig anders. Im Film macht die Pizzeria schon lange Zeit vor 1993 dicht und von den anderen Pizzaketten ist überhaupt nicht die Rede. Das heißt, es ist fraglich, ob die anderen Pizzaketten überhaupt existieren. Hier stellt William Afton den Bruder eines ehemals getöteten Kindes ein, Mike Schmidt, um ihn später dann auch in der Pizzeria zu töten.
William Afton stirbt auch nicht alleine umgeben von den Seelen der toten Kindern, sondern infolge von einem Kurzschluss nach einem Kampf. Der Mike Schmidt aus dem Spiel FNAF 1 erfährt eigentlich nichts von den Taten von William Afton, während er im Film direkt involviert ist. Auch kommt Vanessa, die Tochter von William Afton, in FNAF 1 nicht vor und gilt auch offiziell nicht bestätigt als die Tochter von William. In beiden Fällen wird nach dem Tod Aftons die Pizzeria geschlossen. 2023. Eine Agentur kauft die leerstehende Pizzeria und findet im Inneren den verfaulten Animatronic von Golden Bonnie, in dem William Aftons Körper steckt. Sie bemerken das aber irgendwie nicht, dass da ein Körper drinne ist, und eröffnen eine Horrorattraktion namens Fazbear's Fright. William Afton lebt, vermutlich durch Remnant betrieben, weiter und jagt den Sicherheitsmann, der nachts auf diese Horror-Location aufpasst. William Aftons neuer Name ist jetzt Springtrap oder sein Spitzname. Jetzt passieren die Dinge aus FNAF 3. Am Ende kommt ein großes Feuer, eventuell gelegt von Michael Afton, das das gesamte Gebäude niederbrennt. William Afton entkommt schwer verletzt aus dem Gebäude. 2023 bis 2025. Henry Emily übernimmt die Kontrolle von Fazbear's Entertainment und kreiert eine neue Pizzeria. Mithilfe gezielter Werbung und einem neuen Animatronic namens Lefty treibt er alle noch lebenden und sich herumtreibenden Animatronics samt William Afton in diese neue Pizzeria. Denn diese Pizzeria dient gar nicht, um Kunden zu bedienen, sondern es ist alles ein Trick, um die Animatronics, die noch am Leben sind, zu vernichten. Dies sind jetzt die Geschehnisse, die in FNAF 6 passieren. Michael Afton bewirbt sich dort ebenfalls als Nachtwächter und fängt an, da zu arbeiten. Henry Emily brennt das gesamte Gebäude mit allen Animatronics im Inneren nieder und befreit damit die Seelen der eingeschlossenen Kinder. Henry Emily stirbt vermutlich dabei auch in den Flammen. Jetzt kommen wir aber zu einer gesplitteten Timeline, denn eigentlich endet hier die Geschichte von FNAF. Die Seelen der Kinder fahren endlich ins Jenseits, bis auf die Kinderseele, die in Golden Freddy steckte, und die Seele von William Afton. Denn William Afton kommt in die Hölle und wird dort dauerhaft von dem Kind, das in Golden Freddy war, gefoltert. Dies sind die Geschehnisse aus Ultimate Custom Night. Danach wird Fazbear's Entertainment endgültig aufgelöst. Wenn ihr die normale, eigentlich gedachte Timeline wollt, ist das das Ende. Als man aber merkte, dass man mit FNAF noch mehr Geld verdienen kann, wurde die Story erweitert. 2025 bis 2030. Fazbear's Entertainment wird wieder gegründet. Scott Cawthon, ein Indie-Spieleentwickler, erschafft Spiele über die Geschehnisse der Pizzeria und erzeugt negative Schlagzeilen, aber bringt Aufmerksamkeit auf die Marke. In dem gleichen Zeitraum wird Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex auf den Ruinen der zuvor niedergebrannten Pizzeria gebaut. Ein VR-Spiel wird entwickelt und dieses VR-Spiel soll den Namen von Fazbear Entertainment reinwaschen. Eine Frau namens Vanessa A. ist Spieletesterin, aber wird von einem Virus übernommen. Dieser Virus, der sich Glitchtrap nennt, ist der Verstand von William Afton, der aus den Animatronics genommen und auf eine Festplatte geladen wurde. Glitchtrap übernimmt Vanessa und sie fängt an, im Megapizzaplex Leute zu ermorden. Sie tut dies, um Remnant zu sammeln, das sie der Leiche von William Afton, oder Burntrap, wie sein neuer Spitzname ist, einflößen kann. Damit will sie ihn zu neuem Leben bringen. Und jetzt passieren die Geschehnisse aus Five Nights at Freddy's Security Breach. Je nachdem, wie der Spieler sich entscheidet, kann die Timeline unterschiedlich weiterlaufen. In jedem Fall bricht ein Junge namens Gregory in den Pizzaplex ein oder verlässt ihn nicht rechtzeitig. Und dann kann es entweder passieren, dass er von Vanny getötet wird, dass Gregory und Freddy entkommen zusammen, dass der Pizzaplex samt Freddy und Vanessa niederbrennt, dass Freddy und Vanny auseinandergerissen werden, dass Vanessa von Glitchtrap befreit wird und mit Gregory und Freddy zusammenlebt, dass Burntrap zerstört wird und von dem angeschmolzenen Haufen der anderen Animatronics namens der Blob in das brennende Haus gezogen wird. Und damit endet jetzt auch die gesplittete Timeline von Five Nights at Freddy's. Das bedeutet, je nachdem welche Timeline ihr wählt, ist dies alles, was ihr wissen müsst, um das gesamte Franchise und den Film und die Einordnung der Ereignisse zu verstehen. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.